Walter Rosenkranz, FPÖ, ist nun an Bord. Es ist schon interessant, wann diese Debatte zu uns kommt. Es geht in erster Linie um den IS-Terror, obwohl wir Terror seit Jahren über die ganze Welt sehen. Wir sehen Bandenkriege, wir sehen Drogenbandenkriege, wir sehen Bürgerkriege und wir sehen unter Anführungszeichen Glaubenskriege, die wir in unserer Geschichte ja auch hatten. Man denke an Kreuzzüge, man denke an Türkenbelagerungen, zweimal vor Wien gestoppt, und man denke auch an die Glaubenskriege des 30-jährigen Krieges, die auch Not und Verderben in unsere engere Heimat sogar geführt haben. Und jetzt auf einmal sagt man, ja, der IS-Terror ist das, was uns verbindet. Wir hören seit Wochen und Monaten und seit Jahren, welche furchtbaren Zustände es auf der ganzen Welt gibt. Erst gestern in Nigeria entführte Frauen, entführte Kinder. Der Unterschied ist nur, wir kennen im IS-Staat viele Opfer. Weil es sind Menschen aus Europa, es sind aus den USA Menschen. Man kennt die Namen, man kennt die Familien, man kennt die einzelnen Schicksale, die uns von den Fernsehkameras hier in den Haushalt gespielt werden. Daher trifft das uns näher. Und wir kennen auch näher die Täter. Die Täter, es ist schon zitiert worden, der 14-Jährige aus St. Pölten, der Bomben bauen möchte, um in den IS zu ziehen. Der 16-Jährige, der jetzt nach Österreich zurückgekehrt ist, nachdem er dort im Terrorkrieg im Einsatz war, nur als Sanitäter, wie er uns glauben machen möchte. Oder wir kennen ihn auch als Asylwerber im Waldviertel. Der sagt jetzt beim Gerichtsprozess in Krems, sagt sein Verteidiger, naja, eigentlich der sieht so schlecht, der ist fast blind, der kann ja gar nicht wirklich kämpfen. Meine Damen und Herren, es sind die Täter. Es sind die Täter, die bereits hier in Österreich angekommen sind. Und ein kleiner Ausblick und eine kleine Sidestep sei mir hier erlaubt. Es sind auch solche, die mit dem Titel Asyl nach Österreich gekommen sind, um hier dann einfach unter Anführungszeichen Urlaub zu machen und dann etwas zu frönen. Es geht um Verbrechen, und Verbrechen muss man bekämpfen. Da gibt es zunächst einmal die Ursachen- und die Motiveforschung. Das ist eine relativ klare. Das Motiv ist der Islam. Wenn auch viele sagen und zu Recht sagen, ein falsch verstandener Islam, aber trotzdem, es sind auch muslimische junge Mädchen, die nach Syrien ziehen, um sich dort mit Gotteskämpfern unter Anführungszeichen zu verheiraten und dort an der Seite zu stehen. Das heißt, bei dieser Motivenforschung muss man an die Prävention gehen. Stichwort Bildung wurde bereits erwähnt, aber auch Islamgesetz. Wo sind denn die Maßnahmen, dass man sagt, in Österreich soll man eben nur auf Deutsch predigen können, um Ähnliches, um anderes zu machen? Das wurde alles übersehen in diesem Islamgesetz. Und dann zum Schluss. In der Verbrechensbekämpfung steht die unmittelbare Bekämpfung, nämlich durch Polizei, Staatsanwaltschaften und unabhängige Gerichte. In diesem Zusammenhang vielleicht einmal ganz kurz eingehen auf Kollegen Chap, der jetzt den arabischen Frühling und die Umwälzungen, die dort sind. Ein bisschen erinnern schon, wenn ich an Tunesien denke, wenn ich an Herrn Mubarak in Ägypten denke. Die waren über Jahrzehnte ohne Problem Mitglied der Sozialistischen Internationale. Warum bekennen Sie da mal diesen Fehler und diesen Irrweg, den Sie da beschritten haben? Oder geht es wirklich nur darum, was uns die USA sagt, obwohl sie wortreich gesagt haben, das, was sie über die USA gesagt haben, stimmt natürlich absolut. Und dann noch etwas anderes. Auch Gaddafi war eine sozialistische Partei und bei Ihnen gerne gesehen. Auf einmal dreht sich's nur, je nachdem, wie sich die Großwetterlage ändert. Und dann noch eines zur Polizei. Und dem, was hier bereits angeschnitten wurde. Kollege Pilz, der letzte Innenausschuss, es war wirklich demaskierend. Kollege Pilz, Sie sind ein Linkspopulist mit dem einzigen Problem, dass Sie halt keinen Populus hinter sich haben, nämlich kein Volk. Das ist das Einzige, was Sie mit Ihren Wahlerfolgen und sonst etwas vorzuweisen können. Da bleibt halt nur mehr links über. Und es ist halt so wie bei vielen Ihrer Fälle, die Sie haben. Da kommt ein Bürger mit irgendeiner halben Behauptung, allein wenn ich so sehe, dieser Vorfall Maria-Hilfer-Straße, wo sich die Allgemeinheit in den sozialen Foren wieder aufregt, sagt, ah, Polizeigewalt völlig überzogen, dass der vorher sexuell Kinder belästigt hat, Frauen belästigt hat, einen Polizisten geschlagen hat, das wird ja ausgeblendet aus Ihrem Fokus, das registrieren Sie nicht. Nein, da genügt es, wenn ein Bürger
zum Staatsanwalt Pilz kommt. Der beauftragt den Kriminalpolizisten Pilz zu ermitteln. Dann kommt die Anklage vom Staatsanwalt Pilz. Das kommt dann zum Richter Pilz, der den Verteidiger ausgeschaltet hat. Wenn er nur was sagt, zum Berufungsrichter Pilz und der sagt, was alles Recht und Ordnung ist in diesem Staat. Das ist Ihr Empfinden von Rechtsstaat. Sie sind einer, der im Schutz der Immunität immer Ihre Halbwahrheiten bis ganz Unwahrheiten im Denunziantentum hier vermacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Immunitätsfälle der Beleidigung haben Sie denn überhaupt hier anhängig? Haben wir die 100er Marke schon überschritten? Weil ich glaube, dann sollten Sie uns zum Jubiläum einladen. Walter Pilz und Walter Rosenkranz werden wohl keine Freunde mehr werden.